Herzlich willkommen schon zum dritten Teil zu meinem Sägewerkprojekt. Das ist die Reihe, in der ich dir zeige, wie ich mir ein Blockbandsägewerk, was mobil ist, selber baue. Kleiner Hinweis nochmal für die Leute, die jetzt ganz neu dabei sind. Darüber wird es auch irgendwann einen Plan geben. Da bekommt ihr dann nochmal weitere Informationen. Das ist gut für die Leute, die sich selbst so ein Ding bauen wollen. Und im heutigen Video werden wir mal hier dieses ganz, ganz wichtige Bauteil, was jetzt noch richtig schlecht ist, verbessern, damit die Höhenverstellung auch mal funktioniert. Stichwort Höhenverstellung. Hiermit hat man die Möglichkeit, das Sägegatter nach oben oder nach unten zu bewegen. Hier, das ist aber einfach falsch dimensioniert, da ist viel zu eine große Last drauf. Das bedeutet hier, die Fahrradkette lenkt sich extrem und das ist saugefährlich, wenn man das so benutzt, weil dann kann das Sägewerk quasi jeden Moment runterschnerren. Bleib auf jeden Fall am Video dran, denn dann wirst du auch heute mal die Höhenverstellung sehen und ein essentielles Teil von diesem kompletten Projekt in Aktion auch sehen. Das werden wir heute ja wie gesagt bauen. Und das hier ist ein essentielles Teil, was ich heute doch nochmal benutzen möchte. Das ist halt wie gesagt dieses Schlenkerradgetriebe. Das soll halt einfach die Möglichkeit mir geben, die Höhe verstellen zu können, ohne jedes Mal irgendwas festspannen zu müssen, weil das ja eigentlich selbsthemmend ist. Aber hier ist die Übersetzung ein bisschen kacke und da habe ich ein bisschen was gekauft. Und genau aus diesem Grund habe ich mir hier dieses tolle Teil gekauft. Das ist eine Kette von einem Motorrad. Das bedeutet, die sollte auf jeden Fall mal stabil genug sein. Auch haben wir jetzt hier eine andere Übersetzung. Ein kleines auf ein großes Zahnrad bedeutet mehr Umdrehungen für mich, aber eine leichtere Umdrehung, also weniger Arbeit. Und damit werden wir es heute mal probieren. Ich habe es jetzt endlich auch hinbekommen. Ich hoffe, dass das hier massiv genug ist. Also wir haben jetzt hier dieses große Kettenritzel. Ich habe es außen drauf geflanscht oder drauf geschraubt. Und wenn das hier nicht hält, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich möchte ja das Ganze hier mit dieser Seite antreiben. Das bedeutet, dieses Zahnrad muss irgendwie hier drauf gebracht werden. Hier seht ihr auch noch das alte Zahnrad. Ich habe jetzt auch einen 14er Bohrer, damit ich hier eine Hülse drehen kann, die hier drauf passt. Das Ganze wird dann verschraubt. Und da drehen wir jetzt. Wir haben jetzt hier einen schönen Sitz, mit dem wir dann unsere Höhe hoffentlich später auch verstellen können. Ihr könnt jetzt ganz gut erkennen, dass ich echt oft drehen muss, damit ich hier eine Umdrehung bekomme. Um genau zu sein, muss ich hier 15 Mal drehen, damit sich das hier einmal dreht. Und so habe ich halt eben den Vorteil, dadurch, dass das durch dieses Getriebe hier selbsthemmend ist, dass ich die Höhe einstellen kann, so mal die Idee, und dann halt hoffentlich das Ganze sich nicht mehr rückwärts bewegt. Das soll in etwa hier so hinkommen. Und ihr seht auch schon, hier oben läuft die Kette. Und ich will jetzt hier was bauen, was hier oben hoch und runter rutscht, was ich dann später festspannen kann. Und dann habe ich halt eben so die Möglichkeit, noch so ein bisschen Spannung drauf zu bringen. Und ich sehe gerade, ich muss das ein bisschen außermittig anbringen. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Giving to love, believing us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no, I'm not. Feels like if we were to waste these moments, the life always to me. You're getting into my brain. I feel emotional.
Stirnradgetriebe ist jetzt erstmal dran gepunktet. Ich muss die Kette jetzt aber noch mal ein bisschen spannen. Ihr seht ja, die ist zu unentspannt. Das ist ein geiler Wortwitz. Vielleicht, warum hier die Seile so schräg angeordnet sind. Zu Beginn hatte ich so eine kleine Fehleinschätzung. Ich habe gedacht, dass das Gewicht weiter hinten sein wird. Deswegen habe ich auch hier diesen Träger benutzt, um halt das eben hoch und runter ziehen zu können. Nachdem ich aber den Motor mal draufgesetzt habe, habe ich gemerkt, dass das nicht so ideal ist. Und durch diese schräge Seilhaltung habe ich zwar jetzt noch ein bisschen mehr Reibung, aber ich habe den Vorteil, dass die Führung hier vorne eher an den Rahmen rangedrückt wird. Das hier funktioniert soweit ganz gut. Ich musste hier einen Splint reinsetzen, damit sich das nicht losdreht, weil die Schraube hat sich ein bisschen aufgedreht. Ich habe jetzt schon mal einiges an Gewicht auf das Gatter draufgelegt und das hier reicht weiterhin, um das Ganze gut hoch und runter drehen zu können. Diese Spanne hatte ich am Anfang nicht verbaut, ist aber eigentlich ganz sinnvoll, weil damit kann man so die Parallelität zum Bettgestell sehr, sehr gut feinjustieren und muss oben das Seil nicht mehr neu einrollen. Ich habe jetzt aber trotzdem zusätzlich noch mal ein paar Punkte angebracht, wo ich zur Not noch diese Ösen hier schnell aufschrauben kann und dann dort das Seil einhängen kann. Dann kann ich dann in der Praxis schauen, was halt eben besser funktioniert. Und so sieht es halt eben jetzt aus, wenn man das Gatter hochdreht. Der Riesenvorteil von diesem Schneckengetriebe ist einfach, dass wir das nicht festspannen müssen. Auch hier werde ich noch mal schauen, ob man das Ganze muss, wenn sich das dann durch die Vibration ein bisschen löst. Aber so, wenn ich jetzt bei dieser Position hier stehen bleibe, dann hält das hier schon mal. Klar, wir haben jetzt hier ein bisschen Flex, aber das sehen wir dann auch noch. So sieht es übrigens aus, wenn sich das Band bewegt. Und ihr seht, das bleibt schön an der gleichen Stelle. Die Höhenverstellung funktioniert schon mal soweit. Das funktioniert so jetzt schon mal sehr, sehr, also viel souveräner als die vorherige Variante. Ich weiß natürlich, die Maschine ist unfassbar gefährlich und da muss man gut aufpassen, dass da niemand zu nah an dem Ding rangeht. Und wenn da jemand zu nah dran geht, dann werde ich auch ganz, ganz böse. Und das gilt auch auf jeden Fall mit der Höhenverstellung. Da hat sich niemand drunter aufzuhalten, weil wenn das Ding halt runterfliegt, dann mit ganz, ganz viel Gewalt. Wenn du auch der Meinung bist, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. So viel zur Höhenverstellung und als nächstes muss ich vielleicht bald mal einen Testschnitt machen. Das gibt's aber vielleicht im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.